Was mich noch überzeugt hat von der Ausbildung ist, dass man nicht nur den ganzen Tag vor dem PC sitzt, sondern auch mal unterwegs ist. Hallo, ich bin der Lukas. Ich habe eine Ausbildung als Informationselektroniker gemacht. Ich habe schon während der Schulzeit viel mit PCs und auch privat mitgearbeitet. Deswegen habe ich mich für den Beruf entschieden. Also ich komme um 8.30 Uhr ins Büro, schaue mir die Tickets an, die nachmittags reingekommen sind. Dann schaue ich, was ich als erstes machen kann, bereite mich dann vor, was ausgetauscht werden muss eventuell. Rufe dann den Kunden an, dass ich heute im Laufe des Tages vorbeikomme und mache mich dann auf den Weg. Der Berufszweig des Informationselektroniker oder Netzwerkers umfasst viele Tätigkeiten. Einige davon sind zum Beispiel Netzwerkanalyse, umfasst die Datenmigration, die Datensicherung und die Netzwerkverkabelung, die Serverumgebung und Kommunikationstechnologie, die wir betreuen, verwalten, managen. Also ich habe jetzt ein Kundennotebook hier, das nicht mehr startet. Ich werde jetzt hier überprüfen, ob die Festplatte defekt ist. Und falls diese defekt ist, werde ich sie austauschen. Also die Ausbildung geht 3,5 Jahre. Die ersten 1 bis 2 Jahre ist man hauptsächlich mit jemandem unterwegs. Dann ab dem 3. Lehrjahr kann man dann auch mal alleine rausgeschickt werden. Wenn ich bei mir am Arbeitsplatz Tickets bearbeite, rufe ich meistens den Kunden an. Der lässt mich entweder per Fernwartung auf seinem PC und dort helfe ich ihm bei seinem Problem. Hi. Der Laptop ist kaputt, den müsstest du dir einmal anschauen. Alles klar, mache ich. Ich melde mich. Super, danke. Und bei allem, was ich mache, steht die Datensicherheit natürlich an erster Stelle. Mein liebster Bereich ist die Kopierertechnik. Meine Hauptschwerpunkte im Bereich Kopierer sind die Installation, die Wartung, die Fehleranalyse und die Fehlerbehebung. Wenn ich eine Fehleranalyse machen muss vor Ort, nicht genau weiß, was es sein könnte, dann macht mir das am meisten Spaß, Fehler zu finden und dann auch zu lösen. Nach der Ausbildung hat man diverse Möglichkeiten, um sich weiterzubilden. Das wäre zum einen der Techniker oder der Meister. Danach kann man abschließend gegebenenfalls nochmal studieren oder man geht her und lässt sich einstellen als Fachkraft. Es kann nicht schaden, wenn man in dem Beruf kommunikationsfähig ist. Man hat viel mit Kunden zu tun. In manchen Bereichen braucht man etwas Fingerfertigkeit und handwerkliches Geschick. Ich bin froh, dass ich die Ausbildung als Informationselektroniker gemacht habe und freue mich auf die nächste Fehleranalyse. Einen ganz anderen Alltag als Lukas hat Oden in Hamburg. Mein Name ist Oden Wilke, ich bin in der Ausbildung zum Informationselektroniker im 2. Lehrjahr. Also ich bin in der LWL in Lichtwellenleitertechnik tätig. Ein Freund hat mir den Beruf empfohlen, da habe ich mir den Betrieb mal angeguckt und das hat mir direkt gefallen, deshalb bin ich hier geblieben. Ich sorge dafür, dass unsere Kunden schnelles und stabiles Internet haben und das zu jeder Tageszeit. Im Gegensatz zu Lukas sind wir mehr auf den Baustellen unterwegs, das heißt kommunikationstechnische Anlagen betreuen wir in der Form. Wir kümmern uns um Brandmeldeanlagen, es geht darum, dass die Brandschottungen ordentlich vorhanden sind und geprüft worden sind. Weitestgehend kümmern wir uns um die Glasfaseranschlüsse, FTTH-Anschlüsse, worüber man halt das Internet nutzen kann. Wir finden hier den Verteilerschrank, den Glasfaserverteiler. Das hier ist die Glasfaser. Speisen tun wir das mit unserem Speisgerät. Danach machen wir einen Krimspleißschutz darauf und das wird dann hier in die Kassette eingefädelt wieder im Endeffekt. Vorteile finde ich auch, dass du wirklich viel draußen unterwegs bist durch die Glasfaseranschlüsse, die wir ja wirklich für unsere Kommunikations- und Informationstechnik brauchen. Elektrotechnik ist damit drin, also sehr vielseitig. Ich mache eine duale Ausbildung. Das bedeutet, ich bin die meiste Zeit im Betrieb und habe dann Blockunterricht Schule. In den überbetrieblichen Lehrgängen werden Spezialthemen vertieft. Wir sind hier bei einer Kundenanlage. Hier haben wir eine SAT-Anlage installiert, eine klassische mit Kupfertechnik. Und da sind die Satellitenschüsseln, die mit Kupfer angebunden sind. Und von hier aus konvertieren wir auf die Glasfasertechnik um. Aufstiegschancen sind der Meister in verschiedenen Bereichen. Danach kommt der Betriebswirt des Handwerks. Beide Berufe sind vergleichbar mit einem Studium. Der Meister ist eher Bachelor und der Betriebswirt ist Richtung Master. Ich finde teuer meine Arbeit, dass ich am Ende des Tages sehe, was und ob es funktioniert. Das Gute an der Ausbildung ist, dass man in viele unterschiedliche Tätigkeiten reinguckt. Die Abwechslung, die Arbeit mit den Kunden und dass ich immer auf dem technisch neuesten Stand bin.